Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies. Und ihr wundert euch vermutlich, warum ich hier im Fahrstuhl stehe. Ich habe das Gerät gefunden. Ich muss jetzt nur gerade den Weg dahin wiederfinden. ja, aber ich habe es noch nicht eingesammelt. Ich wollte es euch ganz gerne direkt zeigen, weil es steht hier wirklich direkt vor meiner Nase, wenn ich das denn wiederfinde. Oh Gott, ich habe es befürchtet. Dieser Underdust-Bereich ist nämlich minimal anders aufgebaut. Ach, da ist es. Es steht hier einfach nur so rum. In diesem Bereich hier. Ich glaube jedenfalls, dass das das Gerät ist. Ja. Eine verbesserte Version des automatischen Deck-Extraktors, mit der du die extrahierten Ressourcen filtern kannst. Da werden wir dann gleich mal gucken, wie genau das Ding funktioniert. Völlig leer wollte ich natürlich nicht mitgehen, also die oberflächlichen Ressourcen nehme ich auf jeden Fall mit, die mich hier so anlächeln. Ich hätte eigentlich auch gerne noch den Rest erkundet, aber ich habe ja gesagt, ich mache nicht alles. Es gibt hier noch so viel zu entdecken. Es ist tatsächlich ein bisschen anders aufgebaut als der Underdust, den wir kennengelernt haben. Hier gibt es nämlich auch diese kleinen Freunde hier. Eine Atemnuss. Oder ich habe sie beim letzten Mal einfach nur übersehen. Das kann natürlich, kann ich auch nicht unbedingt ausschließen. Äußerst praktisch, das Teil. Warst du? Wer warst du? Und überall sind die Sachen hier gesperrt. Das haben die anscheinend neu hinzugefügt. Dass das hier überall gesperrt ist. Ach, du warst die Meteorbombe. Ich wollte eigentlich Koriander haben. Da sind überall diese Atemnüsse und die waren auch noch nicht gescannt, als hätte ich sie vorher noch nicht gesehen. Also ich würde hier eigentlich lieben gerne auch nochmal durchlaufen und alles einsammeln. Aber erstmal gucken wir uns den Extraktor an. Inwiefern er denn eine verbesserte Version ist und wie dieser Filter funktionieren soll. So, das nehmen wir noch mit. Aha. Ich bin nämlich vorbereitet. Ich hatte mir ein paar Sachen mitgenommen. Als ich gemerkt habe, dass ich hier schon wieder Batterien brauche. Ich habe gesagt, ich gehe gleich. Ich gehe auch gleich. Ich bin wirklich versprochen. Es wird noch in dieser Folge passieren. Auf jeden Fall. Ich will nur die Ressourcen mitnehmen. Vor allem Polymer. Ich war so froh, als ich gesehen habe, hier gibt es Polymer. Warum nochmal kann ich hier hochklettern? Doch bestimmt nicht, um darüber zu springen, oder? Oh, doch, vermutlich ja. Aber hier ist doch auch nichts. Außer jetzt der Plastikmüll. So, jetzt aber wirklich. Jetzt geht's zum Fahrstuhl. Dann kann ich auch gleich den Extraktor wieder aufladen. Den können wir hier lassen. Zu essen können wir auch hier lassen. Ich werde dann hier offscreen die Ressourcen weitersammeln. Das kann ich mir unmöglich entgehen lassen, wenn hier so viel Polymer rumliegt und Transformatoren sind auch nicht billig. Wow. Kurzer Freeze, Entschuldigung. Ich bin vermutlich zu schnell aus dem Fahrstuhl. Bei dem Fahrstuhl gibt es ja immer noch ein bisschen Probleme. Nein, ich werde es auf jeden Fall hier noch ein bisschen erkunden. Aber wie gesagt, offscreen, das tue ich euch nicht an. Es sei denn, natürlich, ihr besteht drauf.
Da ist er. Energiekristallpolymer, das haben wir alles gefunden. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Inwiefern ist der besser? Ja, du bist sehr schnell, mein Freund. Das finde ich sehr gut. Wo haben wir denn den Extraktor? Nicht hier bei dem normalen Extraktoren, glaube ich. Dann ist es vermutlich, weil es eine Verbesserung ist, hier. Deckextraktor mit Filter. Dafür brauchen wir einen Deckextraktor, logischerweise. Ne, wir brauchen einen automatischen Deckextraktor. Hä? Automatischer Deckextraktor? Es gibt einen automatischen Deckextraktor? Jetzt erfasse ich erst, was ich da lese. Wir haben im Grunde die Vorstufe davon gefunden, die Nachversion davon gefunden, aber wir haben den... Es gibt einen automatischen Deckextraktor? Wieso sagt mir das keiner? Wo finde ich den? Der extrahiert automatisch. Ich muss nicht mehr daneben stehen. So verstehe ich es jedenfalls. Wo finde ich das? Nee, das ist der automatische Insektenfänger. Wo finde ich das? Sagt es mir. Anscheinend nicht bei Underdust-Varianten. Ich muss halt erst unbekannte Orte entdecken, wo das sein könnte. Weil angeblich habe ich ja hier alles abgeschlossen. Oh Mensch! Ich möchte diesen Extraktor haben! Jetzt sofort! Ich bin ungeduldig! Nein! Wir müssen das Ganze in Ruhe machen. Gut, ja, dann tut's mir leid, dann kann ich das leider nicht zeigen. Aber wir können uns ja gerne mal den Underdust angucken. Wie er hier aufgebaut ist. Anscheinend hat es wieder Sturm gegeben. Hier ist so viel wieder beschädigt. So, ich lade mal schnell noch den Extraktor auf. Der hat sich schon wieder gut aufgebraucht. Das kochen wir mal, bevor es uns verdirbt. Wie sieht es hier aus? Die werden uns verderben. Nur noch 4 Stunden. Kein Platz mehr. Nein. Du musst mal kurz hier raus. Hier kann ich dich einladen. Ich würde ihn gerne irgendwie wieder auseinandernehmen. Es wäre mir ein Bedürfnis. Was da? Noch jemand? Auch noch jemand die heilsame Wirkung der Flicken? Auch nicht so lange haltbar. Aber gut. Besser als gar nichts. So, wo hatte ich denn jetzt die Medizinköfferchen? Ich glaube, die waren hier hinten. Hier ist übrigens das Piratenschiff. Ich fand's kuschelig. Ich muss so irgendwann irgendwas craften, wo es dann stehen kann. So, dann haben wir hier wieder einen Platz mehr. Da müssen wir das noch wegräumen.
Langsam wird's hier doch etwas voller. Also ein bisschen würde ich euch gerne diesen Underdust noch zeigen. Weil er bietet ja doch ein bisschen mehr was anderes. Aber keine Sorge. Lass mal kurz was trinken. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht alles. Ich räume das dann offscreen einfach leer. Und werde mit euch dann als nächstes zu einem Gewächshaus gehen. Huch, habe ich das vorher nicht extrahiert gehabt? Gar nicht gesehen. Wir können uns ja dann auch zum nächsten Fragezeichen erstmal aufmachen. Vielleicht finden wir dort ja den automatischen Extraktor. Jetzt, wo ich weiß, dass er existiert, möchte ich ihn haben. Ich hoffe, er schluckt nicht so viele Batterien. Oh ja, ich vergesse immer, ich darf mich hier nicht bewegen. So, die Ecke hier kennen wir ja schon. Hier gibt es allerdings so eine Pflanze. Ja, ich weiß, ich weiß. Beruhig dich, ich bin gleich wieder weg. Ich habe das Hypo-Dings da noch nicht genommen. Weil ich erstmal alles andere erkunden wollte. Frag mich nur, in welche Reichweite man gehen kann, bevor die anfängt einen zu erwischen, zu beißen, was auch immer sie da immer vorhat. Da ist die nächste. Hier war ich durch. Das hatte ich nicht. Hier ist noch zu. Ich würde nämlich wirklich gerne noch Koriander finden. Warning. Oxygen level is low. So, hier waren wir ja auch noch nicht durch. Hier ist tatsächlich nicht ganz so viel anders. Gut, haben wir das auch. Also, gibt's jetzt hier Koriander? Du bist dieses Sauerstoffding? Bist du Koriander? Oder bist du auch wieder dieses Knallding? Wo ist das jetzt hingefallen? Doch jetzt fies. Warum fällt das immer runter?
So, hier irgendwo ist es doch gelandet, oder? Ich hab's aufgenommen. Ach, es ist so ein Knallding. Ah, es ist ja doof. Ich wollte eigentlich Koriander haben. Wo versteckt der sich denn? Den gab's doch im Undertast, oder bin ich doof? Ich mache vorher noch meine Taschen lernen, bevor ich hier nochmal auf Erkundung gehe. Und wir nehmen jetzt mal so ein Hypothermie-Ding. So, eine Essensration haben wir noch mit und eine Kristallbatterie führen wir noch mit uns. Okay, ich glaube, der Untergrund ist nicht viel anders. Oberirdisch sah es tatsächlich ein bisschen anders aus. Achso, die Flaschen. Ich habe die Flasche weggesteckt. Ach, egal. Von dem Harz haben wir ja noch ein bisschen was. Jetzt sehe ich das erst. Die gibt's hier schon in den Gängen? Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich spaziere einfach so fröhlich rum. Dann liegt hier schon so eine von diesen Insekten da. Ich dachte, das ist hier wie bei dem letzten Underdust. Ob es hier dann auch wieder so ein Schutzschild gibt? Oder werde ich dann hier gefressen? Okay, jetzt habe ich Angst. Jetzt will ich hier weg. Lufttore nicht vergessen. Nee. So, und jetzt schnell weg hier. Ich habe nämlich gesehen, dass die Anzeige runtergeht. Leere Flaschen hier fürs Harz, schätze ich mal. Aber ich brauche die doch gar nicht. Achso, Inventar ist voll. Die Flaschen müllen mich jetzt zu.
das von so einer Pflanze bewacht. Oh nein! Nur einen Slot freimachen. Kann ich alles nicht mitnehmen? Kann ich alles nicht mitnehmen? Nein, der ganze Plastikmüll. Ich möchte ihn mitnehmen. Recyceln. So, jetzt erstmal weg hier. Meine Taschen sind eh voll. Haha. Ich habe eine Ausrede. Ich kann hier weg. In welche Richtung ging es nochmal? Da. Ich hab ihn doch schon gehört. Besser. Uiuiuiuiui. Ich habe sowieso eine Ausrede, sehe ich gerade. Ich muss ja den Koriander in Sicherheit bringen. Ihr werdet es in dieser Folge nicht mehr erleben, dass ich da unten kämpfe und auch in keiner weiteren. Das ist jetzt fies. Es tut mir leid, aber ich werde nicht freiwillig gegen solche Viecher kämpfen. Und letztendlich war ja eh die Aussage, dass ich ja gar nicht den Anadast richtig erforsche. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gucke nur ganz kurz, hole Koriander, erforsche dieses Extraktor-Ding und dann bin ich weg. Nein, also wenn es was Spannendes zu sehen gibt, verspreche ich euch, ich lasse nebenbei die Aufnahme laufen. Und dann zeige ich es euch. Sollte wirklich da unten mich irgendwas angreifen, ich hoffe es nicht, aber sollte es passieren, werde ich es euch zeigen. Es wird euch nicht vorenthalten werden. Versprochen. So, ich brauchte Koriander für die Filterflasche. So viel Input möchte ich kurz noch geben. Wir erforschen eine Filterflasche. Sehr schön. Dann die Filterflasche natürlich auch herstellen. Das können wir anscheinend auch nur an der Verbesserungsstation. Ja, da ist er. Hoffentlich hat sie eine kleine Flasche genommen und nicht die große. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Polymer. Das heißt, wir können ein paar der kleinen Flaschen auch in große verwandeln. Oder wenigstens eine von ihnen. Da ist das Bernsteinfarbene. Das braucht natürlich Polymer. Warum? Warum nicht Farbstoff? Was? Zwei? Mehr nicht? Zwei? Lässt sich die Filterflasche nochmal aufrüsten? In mehr? Vielleicht? Kann ich den Koriander noch anders gebrauchen? Hm, nicht hier. Hier vielleicht? Räumen wir mal das Ganze von hinten auf. Nee, dafür ist die Hummer-Chili. Nee, tatsächlich nicht. Tja, dann Koriander. War schön mit dir. Hat lange gebraucht, dich zu finden. Eine Stunde nur noch. Schade, dass die Filterflasche so wenig bringt. Hatte mich eigentlich schon drauf gefreut.
Aber die Filterflasche vielleicht hier größer machen? Und die große Flasche kann ich ja hier auch craften. Nee. Ach, schade. War es jetzt doch nicht so, wie ich es erwartet hätte. Nun gut. Also, ich erforsche jetzt erstmal noch weiter in Anderlast, sammle Ressourcen. Und in der nächsten Folge gehen wir zum nächsten Fragezeichen über oder zu einem Garten. Beziehungsweise, wenn es einen Angriff gibt, seht ihr ihn am Anfang der nächsten Folge. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, schließlich ist das ja auch der Grund für dieses Format. In gewisser Hinsicht. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin! Ciao!